So, moin moin. Wir haben ja heute Nacht in dieser Hütte da übernachtet. Und da steht ja eigentlich dran nur für Accident-Fälle. Ja, und wir dachten uns aber, ja, kann man ja mal machen, weil das Wetter war schon ziemlich beschissen. Es war arschkalt, es war übelst windig. Und unsere Sachen waren nass. Und ja, dann haben wir uns halt in dieses Haus da reingechillt. Und dann kam auch irgendwann unsere nette deutsche Familie wieder, die da auch gerade, also die da auch halt übernachten wollten. So, dann haben wir uns dort einquartiert, alle zusammen. Und nach einer Weile, oder wann war denn das? Irgendwann abends, ja, wo wir fast schon schlafen gehen wollten, da kam dann irgendwie so ein Bergführer oder so von der Trolltunga und meinte, ja, habt ihr das Schild nicht gelesen und so? Und das ist jetzt hier schon die zweite Warnung und halt meinte, dass wir da raus sollen. Und hat halt noch gefragt, ob wir ein Zelt haben. Wir haben natürlich ganz clever gesagt, dass wir kein Zelt haben. Sonst hätte der uns wahrscheinlich direkt dort rausgescheucht. Aber ja, nach ein bisschen Überzeugungsarbeit von Markus haben wir ihn dann doch dazu gekriegt, dass er gesagt hat, nee, ist ein bisschen sinnlos ohne Zelt draußen. Und er meinte dann, wenn wir schon solche Idioten sind, na gut, dann müssen wir halt übernachten in diesem Haus. Ja, und dann haben wir das quasi doch noch machen dürfen, obwohl halt ringsrum wirklich irgendwie so 7-8 Zelte standen, die dann dort auch irgendwie die Nacht überlebt haben, aber ich denke mal, wir hatten es da schon deutlich besser da drin. Naja, vor allem die anderen kamen ja alle wahrscheinlich aus dem Tal, der kam aus dem Bürger, die Sachen waren halt nass. Ja, genau. Ja, und jetzt gehen wir mal zur Trolltunga gucken, also das Wetter ist jetzt wieder etwas besser, es ist hier aber doch noch sehr nass irgendwie. Der Fluss, der war gestern noch ein bisschen kleiner. Und ja, dann mal gucken, ob wir noch so ein Foto machen können hier oder ob da schon wieder 1000 Leute stehen. Vorräte quasi mit Bergwasser auffüllen, weil hier gibt es zwar einen Haufen Seen und so, aber hier ist alles schon wieder ziemlich dreckig, weil halt ein Haufen Touristen hier zu dieser Trolltunga laufen. Da gibt es eben auch kürzere Routen und deswegen kommen hier sehr viele Leute her.
Ja, und da haben wir jetzt uns da hinten diesen Wasserfall ausgesucht, der hoffentlich ein bisschen sauberes Wasser hat. Ja, das ist schon wieder so hoch, als dass da Touristen hingehen, glaube ich. Genau, das liegt nicht mehr auf der Hauptroute. Ja. Da vorne, wow, da vorne jetzt die gefährlichste Stelle, die wir in der ganzen Tour überquert haben. Extra mit Seil gesichert. Mal gucken, ob wir das schaffen. Christian, ey, pass bloß auf. Ist das eng hier? Ach, scheiße, ey. Wow. Ich überlege gerade echt einen anderen Weg zu gehen. Das ist mir echt zu heiß hier. Ja. Fuck, ey. Warte mal, näher ich mich. Scheiße, ich meine. Scheiße. Die Kamera bist das da hinten. Nee. Fuck, ey. Kamera. Boah. Fuck. 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 Scheiße, war das hart. Boah, scheiße, war das hart.
sind jetzt wieder hier in der Zivilisation angekommen und sind auch schon 10.000 Busgruppen entgegengekommen. Also ja, auf jeden Fall ein Haufen Menschen im Vergleich zu den vergangenen Tagen. Und ja, hier sind jetzt auch ein Haufen Hütten. Also es ist jetzt irgendwie der halbe Weg zur Trolltunga hoch. Also für die kurze Strecke zur Trolltunga, nicht das, was wir jetzt gemacht haben. Und ja, hier kann man scheinbar auch auf der Hälfte irgendwie übernachten. Ziemlich schöne Hütten gibt es hier. So, also der erste Ort ist auch wieder in Sicht. Also hier unten ist irgendwo hinter den Bäumen Schickedal. Das ist eigentlich der erste Ort. Aber wo wir jetzt hinlaufen, ist da hinten nach Tüssedal, ne? Genau. Oh, genau. Ja, also wir sind jetzt hier am Trolltunga Startpunkt, also für die normale kurze Route. Und also falls ihr mal hier hoch wollt, hier geht's los. Und auf dem Schild steht, dass man von hier aus ca. 10 bis 12 Stunden braucht. Also witzig ist auf jeden Fall, dass oben an der Trolltunga so ein Schild steht, dass man sich bitte nicht an die Klippe setzen soll. Aber hier unten stehen zwei Schilder schon mal, wo man hier eindeutig eine Person sieht, die direkt an der Klippe sitzt. Naja, konnten sich von ihr entscheiden. Sieht doch zu gut aus. Ja, es sieht zu gut aus, das stimmt. Also hier unten ist jetzt vermutlich Tüssedal. Und da hinten dann Odda, wo es hoffentlich einen Campingplatz gibt. Und ja, wir laufen jetzt einfach mal in den Ort rein, gucken, ob es dort vielleicht was zu essen gibt oder ob man dort schon campen kann. Und wenn nee, dann laufen wir halt oder fahren, wenn ein Bus fährt nach Odda. Wir sind jetzt hier quasi von der Bushaltestelle, also wir sind von Tüssedal nach Odda gefahren und dann hier quasi von der Bushaltestelle direkt in das Trolltunga Studio da reingefallen. Und ja, es war halt das erste, was wir gesehen haben. Kostet 1060 Kronen oder sowas für 12 Personen. Und ja, hier bleiben wir jetzt, dann gucken wir uns morgen noch ein bisschen Bergen an, gehen jetzt noch fix einkaufen und ja, eigentlich soll es gewesen sein von der 5-Tage-Hiking-Tour. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch und ja, bis zum nächsten Mal, ciao!